Ja, Perfektionismus, liebevoll loslassen ist mein heutiges Thema für dich. Ja, und hier bereite ich erstmal meine Farben vor. Also wie gesagt, ich arbeite, oder dieses Bild entsteht wieder mit Aquarellfarben aus der Tube. Und die ganzen Töpfchen, da kommt jetzt viel Wasser rein. Das muss richtig patschig sein. Und es kann losgehen. Naja, genau, vielleicht sollte ich mir nur vorstellen, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Karin, ich bin hochsensibel und hochsensitiv und ich lebe seit über 22 Jahren alkohol- und drogenfrei. Und auf meinem Kanal geht es um Kunst und Therapie im Dialog. Ja, du bekommst heute von mir drei Empfehlungen, um Perfektionismus loszulassen. Aber bevor ich loslege mit den Empfehlungen, fange ich mal an mit ein paar Fragen. Vielleicht erkennst du dich ja in den Fragen wieder. Wie reagierst du, wenn die Dinge nicht genau nach Plan laufen? Fühlst du dich oft erschöpft oder ausgebrannt, weil du versuchst, alles perfekt zu machen? Und die dritte Frage nun, wie oft vergleichst du dich mit anderen und fühlst dich dabei minderwertig? Also lass die Fragen ruhig mal auf dich wirken, erkennst du dich ein Stück weit wieder? Weil die Fragen hängen natürlich mit Perfektionismus zusammen und Perfektionismus und Hochsensibilität gehen ja oft Hand in Hand, sind ja wie Geschwister so gesehen, ja. Und meine erste Empfehlung, ich weiß, jetzt kommt es schon wieder, mei. Ja, ich kann nicht anders. Die erste Empfehlung, ganz klar. Mach es dir bewusst. Beobachte dich mal eine ganze Woche am besten und notiere die Situationen, wo du das Gefühl hast, Mensch, irgendwie, da geht es mir doch eigentlich gar nicht so gut. Irgendwie komme ich nicht zur Ruhe. Ich rödel rum. Ja, alles muss gut sitzen, perfekt sein. Also das wäre die erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung, frag doch einfach mal deine Freunde, Freundinnen oder bitte um ein Gespräch im beruflichen Kontext, bitte um ein Gespräch mit deiner Vorgesetzten oder deinem Vorgesetzten. Und geh dieses Thema mal an. Wie sehen andere dich? Wie empfinden andere dich? Also empfinden jetzt, gut, es ist subjektiv, aber das finde ich ist immer recht interessant. Da erhält man doch viele wichtige Informationen, ja. Ja, und ich denke, die wichtigste Empfehlung, also die auch mir unglaublich oder ungemein weitergeholfen hat, ist tatsächlich das Praktizieren von Selbstliebe, Selbstakzeptanz, sich selber akzeptieren. Und wenn du tatsächlich wenn du das Gefühl hast, Mensch, ich bin perfektionistisch, ich bin ein Mensch, der perfektionistisch denkt und handelt, dann versuch das doch ein Stück weit auch mal mit einer Portion Humor zu betrachten. Ja, also ich habe es ja, glaube ich, im letzten Video schon mal geteilt. Mir passieren total irre Dinge immer, ja. Und natürlich gibt es Situationen, auch heute noch, obwohl ich schon versuche, reflektiert und sehr achtsam zu leben, wo ich mir denke, hoppla, jetzt bist du aber wieder in eine Falle reingetappt. Na, jetzt in die eigenen Fallen. Klar, natürlich, wir sind Menschen. Ja, es ist keine Schande, einen Fehler zu machen. Versuch ein Stück weit über dich, auch mal über dich und deine Handlungen mal zu lachen. Ja, das ist nach wie vor die beste Medizin.
Mir hat mal jemand den Tipp gegeben in einer Krise oder wo es mir wirklich nicht so gut ging. Frau Henningsen, gehen Sie mal in eine Komödie. Er hatte recht, es hilft, ja. Und eine weitere Empfehlung, jetzt haben wir doch schon mehr, noch mehr. Widme dich meinetwegen 30 Minuten am Tag deinem Perfektionismus und die restliche Zeit leb. Gewöhn dir Zeiten der Entspannung an, ganz wichtig. Ich habe ja ein Buch geschrieben über Perfektionismus, also nicht gut genug ist perfekt, die Kunst des Loslassens, jetzt in Taschenbuchform und auch als E-Book auf Amazon erhältlich. Und natürlich fehlen in dem Buch Methoden aus dem intuitiven Malen nicht. So wie das, was jetzt hier entsteht. Mir hilft es immer wieder, nach wie vor. Ich bleibe dabei, regelmäßiges intuitives Malen und dein Herz wird singen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Sonntag, eine tolle Woche, einen guten Wochenanfang, guten Wochenstart und ich freue mich, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Viel Erfolg bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitivem Malen. Wenn du Fragen hast, schreib sie mir bitte in den Kommentar unten. Also, bis nächste Woche. Und pfiat dich.